Zusammen mit den Kollegen von der Universität Marburg haben wir uns angeschaut, wie Unternehmen, die eine Mitbestimmung im Aufsichtsrat vorsehen, durch die letzte Finanzkrise durchgekommen sind, ob die besser oder schlechter durch die Finanzkrise gekommen sind. Das haben wir auf Basis großer empirischer Datenbasis gemacht und haben uns vor allen Dingen angeschaut, wie war die Unternehmensperformance in der letzten Finanzkrise und wie wurden wichtige Entscheidungen getroffen hinsichtlich Investitionen, hinsichtlich Arbeitsentgelt, aber auch hinsichtlich Personalentlassungen, ja oder nein. Kernergebnisse waren zum einen, dass Unternehmen, die mitbestimmt waren im Aufsichtsrat, besser durch die Finanzkrise gekommen sind. Das heißt, sie haben eine bessere operative Performance, aber auch eine deutlich bessere Aktienperformance gehabt, bei geringerem Risiko. Das heißt, die Aktionäre haben profitiert von der Mitbestimmung, aber gleichzeitig, und das ist aus meiner Sicht das Schöne an der Studie, dass sie zeigt, dass es kein Widerspruch sein muss. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass stärker in Unternehmen investiert wurde, das heißt, in langfristigere Strategien investiert wurde, dass gleichzeitig deutlich weniger Mitarbeiterentlassungen durchgeführt wurden, sodass auch die Arbeitnehmer profitiert haben von der unternehmerischen Mitbestimmung. Die Studie ist wieder ein Element, die zeigt, dass Mitbestimmung im Aufsichtsrat funktioniert. Meines Erachtens zeigt die Studie, dass es nicht die Frage ist, ob Mitbestimmung richtig ist, sondern es kommt ganz stark raus, dass es richtig ist und dass wir stärker darüber nachdenken sollten, wie könnte man auch in anderen Kontexten, zum Beispiel auf EU-Ebene, das Thema noch stärker treiben. Ich glaube, dass Mitbestimmung im Aufsichtsrat ein gutes Instrument ist, um vor allem in Transformationsprozessen gute Kompromisse zu finden, sowohl für Arbeitnehmer als auch für die Aktionäre von Unternehmen.